Widerstand, Widerstand, das rufen die wütenden sogenannten Querdenker gestern Abend in München. Impfen macht frei, steht sogar auf einem Plakat. Und das erinnert an dunkelste Nazi-Zeiten. Mehrere hundert Gegner der Corona-Maßnahmen haben unangemeldet in der Innenstadt demonstriert. Ja, zahlreiche Straßen wurden gesperrt. Die Polizei muss die Innenstadt mit Gittern blockieren. Unter den Demonstranten auch polizeibekannte Reichsbürger und Hooligans. Die Demo bleibt zunächst friedlich, doch gegen 19 Uhr eskaliert die Situation. Fast 1000 Demonstranten marschieren plötzlich im Gleichschritt los. Die Polizei versucht vergeblich, sie zu stoppen. Schreiend und pfeifend ziehen die Demonstranten zum Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Dann greift die Polizei hart durch. Traurige Bilanz, 28 Festnahmen, unter anderem wegen Beleidigungen oder Körperverletzungen. Demonstrationen eskalieren also beinahe täglich. Trotzdem sagt der neue Bundeskanzler Olaf Scholz gestern in seiner ersten Regierungserklärung das hier. Viel ist ja zurzeit von der angeblichen Spaltung unserer Gesellschaft die Rede. Dazu stelle ich fest, unsere Gesellschaft ist nicht gespalten. Also ich finde, das ist Schwachsinn. Ja, es gibt selbstverständlich eine Spaltung. Ich denke schon, dass es eine gewisse Spaltung gibt. Also eine gewisse Spaltung ist schon da. Querdenker gehen auf die Straße, demonstrieren, radikalisieren sich, wenden Gewalt an, veranstalten Fackelmärsche, leisten Widerstand gegen die Polizei. Dazu Drohbriefe an den Bundestag. Es gibt sogar Morddrohungen. Ein Opfer, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Razzien finden statt bei den Menschen, die den Politiker mutmaßlich ermorden wollten. Unsere Gesellschaft ist nicht gespalten. Sind Sie sicher, Herr Bundeskanzler? Fest steht, die Angriffe und Drohungen werden immer radikaler. Getroffen hat es unter anderem einige Politiker im Deutschen Bundestag. Sie bekamen Drohbriefe bestückt mit Fleischbällchen. Und im Drohtext, da heißt es, das Fleisch ist mit ausstrahlenden Covid-19-Viren und mit Zyklon B durchseucht. Ja, der Widerstand gegen die Impfung und die Maßnahmen wird blutig und unappetitlich. So das Zitat. Zyklon B, das haben die Nazis in den Vernichtungslagern eingesetzt. Eine Drohung, die an Widerwärtigkeit nicht zu überbieten ist. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, wie gesagt, bekam sogar Morddrohungen. Dazu hat er sich folgendermaßen geäußert. Ich bin froh, dass der Rechtsstaat heute im Freistaat Sachsen gezeigt hat, wie wehrhaft er ist. Bedrohungen gegen Amtspersonen, seines Bürgermeister, Gemeinderäte, Landräte, aber auch gegenüber Wissenschaftlern und Journalisten sind nicht hinnehmbar, werden nicht geduldet und werden mit aller Kraft verfolgt. Wir haben in der Staatsregierung entschieden, auch zusätzliches Personal für den Kampf gegen Extremisten zu mobilisieren. Die Hausdurchsuchungen, die heute stattgefunden haben, sind angewiesen worden, weil man einen dringenden Verdacht hat, dass dort auch Straftaten eine Rolle spielen könnten. Ich bin froh darüber, dass diese Entschiedenheit gezeigt worden ist. Und jeder soll wissen, dass man im Freistaat Sachsen und in der Bundesrepublik Deutschland selbstverständlich seine Meinung sagen kann. Dass man selbstverständlich auch sagen kann, was einem nicht gefällt. Aber wenn Gewalt ins Spiel kommt, ist Schluss, ist eine Grenze überschritten, die von uns nicht geduldet wird. Und so wie wir das in dieser Stelle tun, sind wir auch bereit, an anderen Stellen einzugreifen. Und darüber hinaus bin ich dankbar, dass die neue Bundesregierung auch erklärt hat, dass sie Hass, Falschinformationen und ganz böswillige Art der Zersetzung, des Zerstörens des Vertrauens in Institutionen auch in den Messenger-Diensten in Zukunft stärker und mit Nachdruck verfolgen will. Das brauchen wir. Auch dieses Instrument ist notwendig für eine wehrhafte Demokratie. Auch Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans zeigt sich entsetzt über die Gewalteskalation und fordert ein hartes Eingreifen des Rechtsstaates. Es ist einfach entsetzlich, wie wir im Moment eine Verrohung auch der Debattenkultur erleben. Und das führt letztendlich dann auch zu solchen Gewaltandrohungen. Das ist nicht zu akzeptieren. Hier muss der Rechtsstaat mit aller Härte eingreifen. Und ich glaube, dass hier längstens eine Grenze überschritten ist. Es muss jetzt gehandelt werden. Denn wir müssen denen, die nach dem Leben von Familien letztendlich ja auch trachten, eben sehr klar zeigen, wir werden das nachverfolgen. Deutschland also nicht gespalten. Eine Aussage von Olaf Scholz, die Bild-Live-Chef Klaus Strunz bei unserem Talkformat Viertel nach acht gestern Abend
nicht nachvollziehen konnte. Olaf Scholz hat festgestellt, unsere Gesellschaft ist nicht gespalten. Und da möchte man ihm zurufen, Herr Scholz, wo leben Sie eigentlich? In welcher Blase befinden Sie sich? Offenbar in einer Blase, in der nur Sie selbst leben, in einer Art Scholz-Blase. Denn Deutschland ist so zerstritten, so zerrüttet, so gespalten wie noch nie zuvor. Jedenfalls noch nie, seit ich mich für politische Zusammenhänge interessiere. Und die Spaltung geht in alle Bereiche unseres Zusammenlebens. Eltern streiten sich darüber, ob die Kinder geimpft werden sollen oder nicht. Lehrer streiten darüber, wie das mit der Maskenpflicht ist. Menschen geraten in Bussen aneinander und werden handgreiflich. Kolleginnen und Kollegen tuscheln und sagen, guck mal, da ist der Kollege vom Nebenbüro, der ist doch bestimmt nicht geimpft und war der eigentlich schon bei seinem Test? In bester Blockwart-Manier. Überall, wo man hinschaut, ist in Deutschland Spaltung. Nur uns Olaf stellt fest, es gibt keine Spaltung in unserer Gesellschaft. Und das ist mehr als nur ein schlimmer Fauxpas zum Anfang einer Regierungszeit. Das ist riskant, es wirkt arrogant und es ist in jedem Fall ignorant. Doch was hat dafür gesorgt, dass die Radikalisierung zunimmt? Das wollen wir jetzt vom Politologen Werner Patzelt wissen. Er war früher Professor an der TU Dresden. Guten Tag, Herr Patzelt. Einen schönen guten Tag. Herr Patzelt, Sie galten während der Proteste gegen die Migrationswelle 2015, 2016, zunächst ja vor allem in Ostdeutschland, als Pegida-Versteher. Sind Sie jetzt ein Querdenker-Versteher? Ich habe damals zumindest verstanden, worum es geht und dass das, was auf der Straße sich tat, lediglich ein Indikator dafür ist, dass es in der Gesellschaft brodelt. Und tatsächlich, ich verstehe jetzt auch sehr wohl, warum es zu diesen hässlichen Szenen und entsetzlichen Auswüchsen kommt. Es hat ein nennenswerter Teil der Bevölkerung, unserer Gesellschaft, unserem Staat, unserer Politikerschaft innerlich gekündigt und nimmt alles Mögliche zum Anlass, diese Entfremdung, dieses gekündigt haben, dieses Dagegensein möglichst drastisch zum Ausdruck zu bringen. Deswegen sollte man sich nicht der Hoffnung hingeben, wenn die Corona-Pandemie nächstes Jahr hoffentlich überwunden ist, würde diese innere Entfremdung, diese lauernde, sprungbereite Protestbereitschaft aufhören. Und in der Tat, man muss diese tiefen Schichten verstehen und darf sich nicht auf das Oberflächengeschehen konzentrieren, so als ob, wenn man den Leuten klar machte, dass Corona gefährlich ist und Impfungen helfen, diese ganze Protest verschwinden würde. Aber warum dann dieses aggressive, radikale Verhalten? Man kann doch auch ganz normal demonstrieren. Nehmen Sie uns mal mit in diese Köpfe der Querdenker. Man kann vernünftig miteinander reden. Aber das setzt voraus, dass man den Eindruck hat, die anderen würden auch vernünftig mit einem selbst reden wollen. Wer glaubt, dass man ihm eh nicht zuhört, dass man ihn beschwindelt, dass man ihn betrügen will, dass man seine Freiheit einschränken will, wie das die Corona-Politik-Kritiker tun, der meint, dass der alte, aus der Studentenrevolution bekannte Satz jetzt wieder einmal anzuwenden sei. Nämlich, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt oder die Probleme des Systems sind unlösbar. Das System ist das Problem. Und in dieser Denkweise greifen solche Leute sogar zum Artikel 20.4 des Grundgesetzes, wonach jeder ein Widerstandsrecht hat, wenn dieser Staat in eine Diktatur verkehrt wird. Das ist ein krauses Denken, aber ein jeder Psychiater wird Ihnen sagen, dass es sehr leichte Wege sind, die zu den schlimmsten Verirrungen führen. Wie kann man diese Wege versperren, Herr Patzelt? Wir haben es vorhin gesagt, da ist Drohung dabei mit Zyklon B beispielsweise, dass die Nazis in Vernichtungslagern eingesetzt haben. Also ganz klare rechtsextremistische Tendenzen oder Unterwanderungen bei diesen Prozessen. Reichsbürger sind dabei, Verschwörungstheoretiker. Wie kann man diesen Weg, von dem Sie sprechen, versperren? Kurzfristig wird man sagen müssen, lässt sich wenig tun. Wenn es einmal so weit gekommen ist, dass sich Leute mit Freude daran öffentlich protestierend und mit abscheulichen Aktionen in der Öffentlichkeit begeben, lässt sich kurzfristig nichts tun. Das, was man machen kann, ist, jene kriminellen Rechtsradikalen in diesem Fall häufig Netzwerke polizeilich ausfindig zu machen und sie der Justiz zuzuführen und mit tatsächlich abschreckenden Strafen klarzumachen, dass sich der Staat hier nicht auf der Nase herumtanzen lässt und dass wir unsere Freiheiten zu sichern gedenken. Man muss aber langfristig
Strategien ergreifen und zu denen gehört, dass wir unseren wechselseitigen Überbietungswettbewerb beim Schimpfen auf politische Gegner allesamt aufhören. Wir müssen unsere Lust in Grenzen halten, durch Trennstriche Leute auszugrenzen, denn jenseits der Trennstriche radikalisieren sie sich, so wie das die Corona-Leute tun. Das heißt, langfristig sollten wir alle zu einem entspannteren, vernünftigeren Umgang beim politischen Diskutieren kommen und nicht mehr unseren ganzen Ehrgeiz daran setzen, den anderen als möglichst schlimm und böse, idealerweise als Nazi darzustellen. Aber Herr Patzelt, keiner will doch diese Leute ausgrenzen. Sie grenzen sich doch selber aus. Das ist bei den Corona-Leuten inzwischen so. Aber noch die Leute, die AfD wählen, die bei Pegida demonstriert haben, wollten sich selbst überhaupt nicht ausgrenzen. Sie wollten Gehör finden. Es ist halt einfach eine Kette von falschen Umgangsweisen mit politisch Andersdenkenden, die dazu geführt hat, dass immer mehr Leute überhaupt keine Hoffnung mehr haben, dass der Staat, die Gesellschaft, die Mehrheit ihnen zuhören würde. Und deswegen ziehen sie sich schmollend, trotzig in ihre Sonderwelten zurück.